Hallo, Welt. Da sind wir wieder. Ja, wir sind hier in der betrunkenen Biene in Flussheim. Und ich glaube, wir stehen jemandem im Weg. In der letzten Folge haben wir ja von unserem Jesper Dalvarek einige Lehrbücher erhalten. Und wir haben erfahren, dass man genau hier in Enderal durch Lehrbücher eben skillen kann. Und das wollen wir jetzt auch tun. Wir suchen uns eine stille Ecke und lesen erstmal unsere Lehrbücher, die wir von Jesper Dalvarek bekommen haben. Ja, die Lehrbücher sind hier, also bei den Verbrauchsgegenständen. Und was brauchen wir denn? Die Lehrbücher kosten auch Erfahrungspunkte und wenn es sich um Handwerksbücher handelt, Handwerkspunkte. Jetzt könnten wir noch mal ganz kurz schauen, wie viele Punkte wir denn zu vergeben haben überhaupt. Ja gut, das sieht alles relativ gut aus. Wir haben hier im Handwerk einige Punkte. Ich hoffe, das sind die Punkte, die man vergeben kann dann jetzt. Da kenne ich mich jetzt noch nicht so ganz mit aus. Ach, hier haben wir die Lernpunkte, 29 haben wir davon, sehr schön. Handwerkspunkte 17 und Erinnerungspunkte 6. Ich denke, letzteres wird damit zusammenhängen, dass wenn wir in die Meditation gehen, da können wir ja an diesen Runensteinen, sage ich mal dazu, da können wir dann ja unsere Skills nochmal aussuchen, nochmal etwas verfeinern. Und ich denke, mit Handwerkspunkten 17 und vor allem hier mit den Lernpunkten 29 liegen wir ganz gut. Also wir könnten, wenn ich das richtig verstehe, und jedes Buch kostet einen Punkt, könnten wir 29 Bücher lesen. Was wir in Zukunft machen sollten, wenn wir irgendwo Lernbücher finden, dann sollten wir sie auch kaufen, damit wir eben schnell besser geskillt sind. Ja, schauen wir doch mal, was wir jetzt haben. Wir haben hier ein Lehrlingsbuch, Einhandkampf, was ja für uns schon mal vielleicht gar nicht so schlecht ist. Bis Fertigkeitsstufe 25, kosten einen Lernpunkt natürlich. Für den Fernkampf, das finde ich sehr gut. Leichte Rüstung finde ich auch gut. Psionik, muss ich gestehen, ja, wir haben in einer der letzten Folgen etwas darüber gelesen. So richtig weiß ich aber noch nicht, was es damit auf sich hat. Tote beschwören wahrscheinlich. Ja, also eher die düstere Kunst der Magie und wir haben hier das Lehrlingsbuch Schleichen. Das ist natürlich interessant für uns, Schlösser knacken ebenso. Also machen wir hier den Einhandkampf schon mal. Einhandkampf um 1 auf 16 erhöht, aha. Fernkampf um 1 auf 17 erhöht, aha. Leichte Rüstung machen wir auch. Und auch auf 16 erhöht, sehr schön. Psionik, naja, kann ja nicht schaden, jetzt wo wir einmal dabei sind. Ich meine, 29 können wir vergeben. Ich weiß nicht, 3 haben wir jetzt gemacht. Hier sind noch 4, also 7. Dann hätten wir immer noch 22 Punkte zu vergeben. Das heißt, wir können ordentlich noch Bücher kaufen. Also nehmen wir auch mal Psionik und es ist auch auf 16 erhöht. Schleichen, das Gleiche, auf 16 erhöht. Sehr gut, Schlösser knacken. Aha. Okay, jetzt stand es nur links oben in der Ecke, aber na gut. Lehrlingsbuch Verzauberung haben wir uns immer aufgespart, da wir ja bisher noch keinen Verzauberer gefunden haben, mit dem wir unsere Kleidung und unsere Waffen verzaubern können. Aber wir werten das jetzt auch mal rauf. Und auch das wurde auf 16 erhöht. So, dann gehen wir doch nochmal raus. Oder das heißt, wir gucken nochmal, wir haben ja auch andere Bücher noch. Zauberbücher, aber wie man sieht, haben wir die abgelegt. Das heißt, wir haben wahrscheinlich die Zauberbücher dann nicht benötigt oder wir kannten den Zauber in den Büchern schon. Von daher haben wir da jetzt gar keine dabei. Ja, wir haben doch ein ganz schön aufgeräumtes Menü hier seit unserer letzten Folge. Das ist auch ganz gut. Schauen wir jetzt nochmal hier in unsere Fähigkeiten hinein. Und leichte Rüstung ist auf 24, sehe ich das richtig? Nun gut, Fernkampf auf 18, das freut mich. Plus 1 durch, wahrscheinlich durch eine Kleidung, die wir tragen, dieses Plus 1.
Ja, ich glaube, das sind die Handschuhe, die wir tragen. Okay, das würde ich aber ganz gerne wissen. Fernkampf würde ich ganz gerne noch mal etwas aufwerten. Ich weiß, wir haben das in der Vergangenheit schon ab und zu mal gelesen, aber für mein löchriges Gehirn muss ich das noch mal lesen. Also Fernkampf, wir haben 17 Punkte plus 1, wahrscheinlich durch den Handschuh, wie ich sagte. Je höher euer Fernkampf, desto mehr Schaden richtet ihr mit Fernkampfwaffen an. Fernkampf unterliegt den Erinnerungen des Gauners. Gut, dann gehen wir jetzt mal in die Meditation und suchen eben die Erinnerungen des Gauners. Und da wir sechs Erinnerungspunkte haben, hoffe ich, dass wir da etwas verbessern können. Nicht schlecht. Also Y gedrückt. Ich hoffe, das ist das Richtige, das Erinnerungen-Menü oder ja, diese Meditation, in der man eben diese Steine dann sieht. Und wir suchen den Stein des Gauners. Alles ist noch schön an seinem Ort. Es sieht immer noch sehr mystisch aus hier. Ja, hier haben wir Schatten des Windes. Ja, vielleicht habe ich das auch total komplett. Fokus haben wir hier. Und vielleicht habe ich das auch komplett falsch verstanden. Rage hier nochmal. Und wo ist der Gauner? Das wissen wir jetzt gar nicht. Das war's. Gauner habe ich hier jetzt nicht gesehen. Fokus, Konzentration. Ja, leider steht hier jetzt nicht wirklich dabei, was das alles bedeutet. Tiefenkonzentration, arkane Macht. Na gut, das scheint es auch alles nicht zu sein. Passende Rüstung, Salbenkunde. Naja, das wird es auch nicht sein. Geschickte Hände, da könnte das mit dem Schlossknacken auf jeden Fall sein. Adlerauge, Feuerpfeil. Ja, das sieht mir hier ganz aus nach den, teilweise zumindest, nach den Schnellschuss. Ja, das sieht mir aus nach den Pfeilkünsten, den Fernkampfkünsten hier. Giftkocher, feinfühlige Zunge, das hört sich alles sehr, sehr vielversprechend an. Und wenn man die Menge sieht, kann man sich schon erdenken, was da noch alles auf uns zukommt, liebe Welt. Wir werden. Oh, mehr Platz hier ist auch gut. Ja, wir werden auf jeden Fall hier noch einige Male auftauchen. Und wie das im Leben so ist, je öfter man was sieht, umso klarer wird einem das Ganze dann. Messerstoß, Blitzpulver. Beutelschneider, naja gut, Rolle. Leise Füße. Na, dieses Grün hier, das ist doch grün. Wenn das da rot ist, müsste das hier grün sein und das da blau. Okay. Also das hört sich erstmal für mich hier schon am besten an. Schatten des Windes. Und geschickte Hände. Naja, da würde ich jetzt ganz gerne wissen. Oh, hoppla. Alle Schlösser sind 20% einfacher knackbar und euer Rüstungswert steigt um 5%, wenn ihr einen Bogen ausrüstet. Ja, das wäre auf jeden Fall etwas. Konzentration, vielleicht kann man die sogar irgendwie so anwenden. Schnellschuss finde ich gut. Ihr könnt 30% schneller spannen. Ja, und wie können wir den jetzt auswählen? Können wir gar nicht. Wir müssen wahrscheinlich hier unten nochmal einen drauflegen. Kann das sein? Ah ja. Diese Erinnerung schaltet alle Schurkendisziplinen für euch frei. Also Gauner. Eure Ausdauer regeneriert sich fortan um 20% schneller und ihr erhaltet das Talent Schatten des Windes, das euch kurzfristig leiser schreiten lässt und eure Chance auf einen kritischen Treffer erhöht. Stufe 1, da sind wir ja bereits. 7% erhöhte Chance auf kritische Treffer, 25 Sekunden Wirkungszeit. Naja gut, da müsste man jetzt das dann wahrscheinlich irgendwie aktivieren, ich weiß es nicht. Wir können auf jeden Fall Stufe 2 hier freischalten. Und ja, Stufe 2 bewirkt dann das gleiche nochmal, wie das so aussieht, außer ja, 7% erhöhte Chance auf kritische Treffer immer noch, aber 45 Sekunden Wirkungszeit, was sich schon mal besser anhört. Und Stufe 3 wäre dann sogar erhöhte Chance auf kritische Treffer mit 60 Sekunden Wirkungszeit. Ich bin dafür, dass wir jetzt mal einen unserer sechs Erinnerungspunkte hier opfern und das eben mal nutzen.
Stufe 2 freischalten. Nun gut, jetzt haben wir zwar Stufe 2, aber wie es hiermit jetzt weitergeht, starke Sehne, vielleicht müssen wir das erstmal nehmen, interagieren. Ha, das können wir nehmen. Okay, gehen wir nochmal zurück. Vielleicht können wir ja oben irgendetwas, was war das mit dem Schnellschuss? Das ist doch, naja, das können wir nicht. Da müssen wir die da drunter wahrscheinlich erstmal alle nehmen. Oder zumindest teilweise, damit man hier aufsteigen kann. Geschickte Hände, was kann das denn? Das können wir auch nicht nehmen, okay. Dann müssen wir wohl oder übel das untere nehmen. Starke Sehne nochmal. Die Erinnerungen des Gauners vereinen das effektive Führen des Bogens mit dem Knacken von Schlössern. Stufe 1. Bogenschüsse richten 12% mehr Schaden an. Stufe 2. Bogenschüsse richten weitere 10% mehr Schaden an. Oh, das ist ja weniger als bei Stufe 1. Aber den nehmen wir jetzt mal. Unseren zweiten, dann haben wir noch 4. Und können wir das nochmal nehmen? Nein, das wär's. Wir könnten, in der Tat, wir könnten nochmal Stufe 2 nehmen. Welchen Sinn das dann ergibt? Keine Ahnung. Geschickte Hände. Schauen wir mal, was wir hier haben. Jetzt können wir das also auch freischalten. Das bedeutet, ja, wir sind schon auf dem richtigen Trichter. So ungefähr müsste das System funktionieren. Jetzt haben wir es, glaube ich, raus. So also, wie das auch vorher bei Skyrim gewesen ist. Naja, ganz anders. Was erzähle ich denn da eigentlich? Aber man musste bei Skyrim ja auch erst die unteren Ränge nehmen und dann konnte man einen der höheren hier nehmen, der höheren Punkte. Alle Schlösser sind 20% einfacher knackbar und euer Rüstungswert steigt um 5%, wenn ihr einen Bogen ausgerüstet habt. Finde ich gut. Wir wollen auf jeden Fall weiter hier aufsteigen an dieser Säule, also nehmen wir das nochmal in Kauf und opfern noch einen Erinnerungspunkt, dann dürften wir nur noch 3 haben, aber wenn wir das nächste Mal hier sind, dann sollten wir es etwas einfacher haben. Feuerpfeil können wir jetzt, Adlerauge oder Konzentration, da schauen wir doch mal, was sich dahinter verbirgt. Ja genau, die können wir jetzt nehmen, also wenn ihr während des Zielens blockt, könnt ihr somit heranzoomen, das ist gut, das gefällt mir auf jeden Fall sehr gut. Dann haben wir hier nochmal, gewährt euch eine Handvoll Feuerpfeile, die beim Aufprall detonieren und Feuerschaden anrichten. Stufe 1, 3 Pfeile verursachen zusätzlich 5 Punkte Feuerschaden, 11 Sekunden Wirkungsdauer, sehr schön. Stufe 2, 4 Pfeile verursachen zusätzliche 7 Punkte Feuerschaden, 13 Sekunden Wirkungsdauer. Stufe 3, 5 Pfeile verursachen zusätzliche 9 Punkte Feuerschaden für 15 Sekunden Wirkungsdauer. Und dann haben wir hier noch Interagieren. Also das erste hat mir sehr gut gefallen, Adlerauge. Schauen wir mal, Interagieren, Gauner, Konzentration. Da haben wir Bögen verursachen 20% mehr Schaden, solange eure Ausdauer über 50% beträgt. Und da bin ich dafür, dass wir hier das erste nehmen. Hier kommen wir ja noch nicht ran. Ach, jetzt sehe ich auch Talent, Gauner, okay. Gauner, Gauner, Gauner. Gauner Todesschuss, Auge des Sturms. Das ist sehr gut. Wir brauchen natürlich auch ein bisschen was für die Rüstung. Das machen wir aber beim nächsten Mal. Ich bin für das Adlerauge auf jeden Fall noch. Adlerauge sei wachsam, sage ich immer gerne. Und das nehmen wir dann auch einmal. Also wenn ihr während des Zielens blockt, könnt ihr somit heranzoomen. Das finde ich doch prickelnd, das finde ich erfrischend, das finde ich schön. Das nehmen wir jetzt. Okay, 2 Erinnerungspunkte verbleiben, die sollten wir uns aufbewahren oder sie eben auf die Rüstung legen. Da vermute ich doch mal, dass Rüstung dann hier ist. Schwer zu sagen, es ist jetzt alles noch so viel. Ah, das machen wir beim nächsten Mal, wenn wir mehr Punkte haben, dann macht das mehr Spaß. Und wir können uns so noch einen Punkt hier aufsammeln. Was ist denn Blattschuss? Das hört sich doch auch so an. Schleichangriffe mit Bögen verursachen 2,5-fachen Schaden. Das will ich haben. Ja, da müssen wir, also wir werden uns wahrscheinlich hier der grünen Säule erstmal widmen. Und naja, ich bin immer jemand, der alles, ja, nicht unbedingt auf eine Karte setzt. Aber wenn ich weiß, dass ich eine Sache richtig gut kann, dann baue ich die gerne weiter aus. Wie im richtigen Leben auch. Obwohl das ja hier mit dem Skillsystem wahrscheinlich was anderes sein wird. Aber dennoch denke ich, wir werden hier dann weiter nach oben gehen. Diebeslehrling wird wahrscheinlich erstmal nicht so interessant, muss man aber wahrscheinlich nehmen. Also Taschendiebstahl war ich noch nie ein Freund von. Aber
Wenn es sich nicht vermeiden lässt, wie man hier sieht, muss man den Punkt wohl nehmen, um die weiteren Punkte nach oben zu bekommen. Dann machen wir das auch. Später mal. So, die zwei Punkte, lange Rede, kurzer Sinn, die verwahren wir uns noch. Wir gucken nochmal, Adlerauge könnten wir... Ah, ihr habt diese Erinnerung bereits freigeschaltet. Okay, sehr schön. Ja, und hier könnten wir geschickte Hände, da haben wir auch bereits freigeschaltet, diese Erinnerung. Und ja, hier könnten wir nochmal auf Stufe 2 freischalten. Das ist auch so bei Skyrim gewesen, dass man da auch verschiedene Stufen dann nochmal drauflegen konnte. So, das hatten wir ja gerade schon vorgelesen. Okay, dann denke ich doch mal, ist das hier auf voller... Ja, das ist auch noch nicht auf voller Stufe. Stufe 3 können wir noch freischalten. Ach was, sollen wir das nicht einmal machen? Dann haben wir immer noch einen Erinnerungspunkt. So, jetzt dürften wir hier aber nichts mehr auswählen dürfen. Genau, wir haben die alle freigeschaltet. Ja, wunderbar. Das freut mich auf jeden Fall. Wie komme ich hier raus? Draufdrücken nochmal, okay. Ja, dann... sind wir doch damit fertig. Wie ich schon sagte, Rüstung wäre mit Sicherheit gut. Rage, da sind mit Sicherheit auch noch viele, viele gute Sachen dabei. Aber wir verbessern erstmal diesen einen Runenstein, wenn ich ihn so mal nennen darf. Ja, und mit diesem genussvollen Blick in den Himmel kommen wir wieder zurück nach Enderal. Y gedrückt und wir sind wieder in Enderal. Ja, wobei, es war ja so in Skyrim, dass man diese Drachenrufe, man war ja der Drachengeborene oder der Blutgeborene, ja, ich glaube der Drachengeborene, und man konnte diese Drachenschreie ja verwenden und da konnte man auch so einiges noch machen mit. Das ging über Y. Ja, und jetzt weiß ich gar nicht. Wir versuchen, oh, Entschuldigung, Jasper. Na gut, schießen wollen wir jetzt nicht, aber was konnte man... Ah, ranzoomen. Ja, genau. So, mit R kann man das abbrechen und wieder wegstecken. Dann war es doch jetzt, wir haben die Lehrbücher gelesen und wir schauen nochmal auf die Uhr. Moment, wir haben hier gar keine Uhr. Wir gehen hier mal schlafen. Moment, dürfen wir gar nicht. Wir dürfen auch nicht mehr raus, sie versperren uns den Weg. Okay, jetzt geht's. Einfach ein bisschen springen. Dennoch würde ich ganz gerne mal mit I in unser Inventar gucken und abschätzen, wie viel Gold wir haben. Vielleicht gehen wir nochmal an den Glückstisch und versuchen nochmal unser Glück mit den Würfeln oder hier mit den Karten. Das mit den Karten hört sich irgendwie ganz interessant an. Ich glaube, das haben wir auch gar nicht gemacht beim letzten Mal. Wir können das jetzt gar nicht hier, oder... Ansprechen, Ulma Sonnenschein. Hallo, Ulma. Hm? Was wollt ihr? Wir dürfen hier gar nichts machen. Vielleicht muss man einen richtigen Punkt finden, aber gleich klauen wir aus Versehen wieder was. Dann hassen uns alle wieder. Okay, hier kann man also nichts machen im Moment. Oder, fast zum Gruß. Oder es liegt daran, dass wir einfach hier mit unserem Jasper unterwegs sind und da erstmal was machen müssen. Ja, setzen wir uns. Ihr solltet euch setzen, wenn ihr spielen wollt. Ach so, das ist der Trick. Also, eine Partie? Nicht mal darf. Kommt, setzt euch das. Mit den Karten hätte mich jetzt doch mal interessiert. So ein bisschen aufleveln und ein bisschen zocken hier. Interagieren, Spieltisch, ja gut. So ist das eben. Na, wir würfeln doch schon. Das scheint hier nicht so gut zu funktionieren. So ist das eben. Ja gut, dann stehen wir halt hier wieder auf. Das scheint jetzt nicht zu funktionieren. Vielleicht, weil wir auch im falschen Ansichtsmodus waren. Vielleicht muss man da so... Naja, das ist das Gleiche jetzt. Ich meine, unsere Anastasia Lucretia legt ja sofort los und spielt, aber es scheint hier jetzt im Moment nicht zu passieren. Wir machen wahrscheinlich irgendetwas falsch. Versuchen wir nochmal den Tisch aus, an dem es auf jeden Fall schon mal funktioniert hat, nämlich hier. Das ergibt doch alles keinen Sinn.
Eine Partie? Kommt, setzt euch doch. Ja, Marek Sichelschlag. Genau. Spieltisch interagieren. Und hier funktioniert's dann auch. Vielleicht brauchen wir auch ein höheres Level, um mit dem anderen spielen zu dürfen. Wollt ihr Moralas Würfel spielen? Natürlich. Darum sind wir hier. Und wir haben diesmal... Na dann, lasst mal sehen. Und diesmal haben wir ordentlich Groschen dabei, die wir alle hier lassen dann. Maximaler Einsatz 226 Uhr. Das wollen wir aber nicht sofort. Fangen wir mal an mit... Ja, 10... Einen haben wir jetzt gemacht. Ich wollte 10 eingeben, naja. Okay, wir haben 7. Achso, hier steht es ja auch nochmal. Der Würfel zeigt eine Augenzahl von 8. Achso, 8. Ihr würfelt. Wenn ihr würfelt, darf eure endgültige Augenzahl nicht mehr als das Dreifache davon ergeben. Also maximale Augenzahl 24 darf es sein. Okay. Kopf, ihr würfelt zuerst. Schön. Ja, 4, da würfeln wir natürlich nochmal. Bis 24 ist ja noch Zeit. Ja, damit haben wir 12 insgesamt bei 2 Würfelwürfe. Ich weiß gar nicht, wie viel wir machen dürfen. Aber 12 ist die Hälfte von 24. Wir versuchen nochmal unser Glück. Wird schon schief gehen. Da kann ja nur richtig sein. Bei 24. Können wir ja mit 2 Würfeln nicht würfeln, 24. Jetzt haben wir 19. Das wird jetzt riskant. Wir könnten noch mal, also wir können natürlich auch drüber liegen, dann haben wir gleich verloren. So, ich erkläre das jetzt mal so für mich auch, damit ich das behalte und verstehe. Ja, versuchen wir einfach noch mal. Eine kleine Chance haben wir ja. Eine geringe Chance. Ach, das ist sowas von haushoch drüber. Ja, wir haben leider verloren. Es macht keinen Spaß, mit jemandem zu spielen, der sich freut, wenn er verliert. So ein Mist. Oh, der hat aber viele Groschen. Die wollen wir ihm alle abknöpfen heute Nacht. Aber auch hier wieder, das ist so eine hohe Zahl. Ja, nehmen wir mal 10, 15 nehmen wir mal. So. Au, das ist nicht hoch. Also darf die maximale... Oh, das geht schnell. Maximale Augenzahl darf 9 sein. Das können wir jetzt beim ersten Würfelstoß dürften. Könnten wir das schon losen. Aber... Ach, der Gegner würfelt zuerst. Na gut. Ja, natürlich. Er hat gleich 7. Und versucht es nochmal. Haha, er hat verloren. Moment. Das war doch, das zweite Mal war doch, er bleibt bei 7. Ach so. Ja, okay. Ja, jetzt haben wir verloren. Das verstehe ich jetzt nicht. Wir haben doch nur einmal gewürfelt, oder? Das Zweifache der anfänglichen Wette hat er gewonnen. Okay, okay, so richtig verstehe ich das System scheinbar noch nicht. Wir machen das Ganze nochmal. Und wir setzen mal 25 ein. Sollten ja auch mal wieder Groschen reinkommen hier so langsam. Oh, das ist einfach. 10, das sind 30. Also maximale Augenzahl 30. Da können wir aber einiges würfeln. Er darf anfangen. Zahl euer Gegner würfelt zuerst, genau. So, 6 hat er, hier hat er 8, das sind 14 und 6, oh, sind 20, hat ein glückliches Händchen, also 25 und drüber, 7, ja, er ist doch drüber jetzt, eigentlich hat er doch verloren jetzt, oder? Mit 25 und 7 sind 32, maximale Zahl, warum ist er bei 25 dann? Oder haben wir da falsch mitgerechnet jetzt? Ja, wird wohl so sein. Computer ist unbestechlich. Und unsere Augenzahl ist 7. Wie kommt das denn? Ja, natürlich würfeln wir da nochmal. Ach so, wir müssen 25 übersteigen. Dann war der letzte Wurf unser Wurf schon. Okay. Muss man ja wissen. Ach, natürlich, bei 9 würfeln wir doch nochmal. Wir würfeln bestimmt dreimal noch hier.
16 und nochmal, natürlich. Oh, jetzt wird's knapp. Ja, aber wir müssen ja nochmal würfeln, denn sonst verlieren wir sowieso. 3 und ja, wir sind höher als er. Ja, da brauchen wir nicht nochmal zu würfeln. Wir haben 27, er hat 25, wir sind höher, aber wir haben 5 Würfe gebraucht, er nur 4. Vielleicht hat das auch noch was zu bedeuten. Wir würfeln nicht mehr und sollten gewonnen haben. Mit einer Augenzahl von 27 und ohne dabei die maximale Augenzahl von 30 zu überschreiten, gewinnt ihr das Spiel. Gegnerische Augenzahl 25, ihr habt 25 Groschen gewonnen. Nanu, wir haben das gewonnen, was wir eingesetzt haben. Ist das nicht ein bisschen seltsam? Verdammt nochmal. Ja, genau. Das gibt's doch nicht. Haha, ja genau. Das machen wir aber nochmal. Das versuchen wir jetzt nochmal. Und zwar erhöhen wir den Einsatz mal auf 30. Oh, das war nur 3. Man darf die 0 nicht drücken auf der... Ja, okay, bei 3 Groschen ist das jetzt nicht so tragisch. 9. Okay, das geht ja auch relativ schnell jetzt. Also auf dem Nummernblock darf man wohl die 0 nicht drücken. Die scheint dann als Enter zu gelten. Jetzt habe ich gar nicht mitgezählt, was er da hat, aber das wird uns ja gleich angezeigt. Oh, der würfelt aber weit. Was hat er denn vor? 9. Er hat 22, damit hat er ja schon überwürfelt alles. Ach so, 27? Oh mein Gott, ich verstehe dieses Spiel. Ach so, mal 3. Ja, richtig. Wir haben 9. Mhm. Ja, da würfeln wir doch bis 27. Würfeln wir doch nochmal. Wer nichts wagt, der nichts gewinnt, sage ich immer. 18. Da können wir nochmal würfeln. Wir können aber auch Pech haben, wenn wir jetzt 12 oder sowas. Naja, okay, versuchen wir es nochmal. Oh, das sieht gut aus. Ja, Gleichstand, oder? Bis 27, ja. Bleiben wir erstmal bei Gleichstand. Das ist ein bisschen knapp jetzt. Weder ihr noch Marek Sichelschlag gewinnen den möglichen Preistopf von 3 Groschen. Naja, gut. Scheiße. Ja, dann wollen wir doch nochmal spielen. Aber diesmal benutzen wir nicht die Tab-Tasten hier, sondern geben mal 35 hier ein. Und das sieht auch ganz gut aus. 9 mal 3 sind 27. Wir können also hier bis 27 raufwürfeln. Wir dürfen auch zuerst würfeln. Ist immer so ein bisschen kritisch. Da weiß man nie, wann man aufhören soll. Wie weit der andere wohl gehen wird. Eure derzeitige Augenzahl 8. Natürlich würfeln wir da nochmal bis 27. 18. Ja, wir riskieren es einfach nochmal. Naja, er geht bestimmt weiter. Oh, 26 ist doch sehr gut. Bis 27. Er geht bestimmt weiter. Ja, dann müsste er genau auf 27 kommen. Sehen wir mal, wie weit er geht. Mit einer Augenzahl von 26, ohne dabei die maximale Augenzahl von 27 zu überschreiten, gewinnt ihr das Spiel. Gegnerische Anzahl, Augenzahl 20. Wir haben 35 Groschen gewonnen. Naja, das ist jetzt plus minus 0, oder wie sehe ich das? Oder kommt das jetzt hinzu? Nun versuchen wir noch einmal unser Glück und erhöhen gleich mal auf... Ja, erhöhen wir doch mal hier auf was Richtiges, 100... Und jetzt verlieren wir alles und alles war umsonst. Naja, kleine Beträge bringt es vielleicht eher. Egal, versuchen wir das jetzt mal. Oh, das ist niedrig. 12. Na ja, gut, der Gegner. Hoffentlich würfelt er nicht gleich eine 12. Oh, 11 schon. Wie jetzt? 11. Und wir haben 2.
Eine 10. Nein, eine 5. Noch eine 5. Noch eine 5 hätten wir gerne. Eine 6. Oh nein. Mit einer Augenzahl von 13, die die maximale Augenzahl von 12 überschreitet, verliert ihr das Spiel. Marek Sichelschlag gewinnt das Zweifache der anfänglichen Wette, das 200 Groschen beträgt. Ja, er kriegt mehr. Weil wir überboten haben wahrscheinlich. Oh, 200 gleich entfernt. Ja, okay. Wir wären feige, wenn wir es nicht nochmal versuchen würden. Also 100 nochmal. Na, 15 ist ja auch nicht so viel. Okay. Ja, wir haben schon 3. Oh, er ist aber nicht hochgegangen hier. Er spielt auf Nummer sicher bei dem Einsatz. Bis 15 natürlich würfeln wir da nochmal. 9 und wir sind schon drüber. Über seine Würfelzahl, also können wir schon abbrechen. Das ist, wir haben schon gewonnen. Mit einer Augenzahl von 12 und ohne dabei die maximale Augenzahl von 15 zu überschreiten, gewinnt ihr das Spiel. Gegnerische Augenzahl 10. Ihr habt 100 Groschen gewonnen. Schade. Scheiße. Okay, dann hören wir an dieser Stelle mal auf. Das heißt, wir machen in der nächsten Folge noch ein bisschen weiter. Ich bedanke mich an dieser Stelle für euer Zusehen. Sage Daumen hoch für euch. Macht's gut. Und bis zum nächsten Mal. Tschüss.